Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Warhammer 40.000 Rogue Trader. Ja, unser letzter Kampf ist vorbei, mehr schlecht als recht, sag ich mal. Also mehr schlecht als recht im Sinne von, ich hatte einige Hirnaussetzer. So, wir haben jetzt hier alles eingesammelt, was geht, ne? Ja. So, wir versammeln uns mal. Wo wolltest du denn hin? Sternendurchgang. Okay. Normalerweise gibt es vor dem Kampf eine taktische Phase, in der du deine Charaktere vorteilhaft positionieren kannst. Manchmal gerätst du jedoch in einen Hinterhalt. Und die taktische Phase ist dann nicht verfügbar. Idera kann dir helfen, einige Hinterhalter vorherzusagen. Okay. Okay, okay, okay. So, letzte Folge für heute Vormittag. Genau, wir haben 10. Schatz, ich stehe gleich auf. Weil dann habe ich, heute müsste theoretisch für euch der 28. Januar sein. Wenn ich mich nicht irre. Genau. Dann brauche ich aber noch 3 Folgen, die kann ich heute Nachmittag machen. Dann habe ich den Januar vollständig. Cool. Cool, 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 cool. Kann ich die Rest der Woche für Februar nutzen. Yay! Dann noch das andere Projekt für Februar fertig aufnehmen. Dann habe ich vor Weihnachten für Januar und Februar alles aufgenommen. Dann muss ich bloß noch alles schneiden, rendern, hochladen. Okay, alles natürlich nicht hochladen, sondern ich lade es wochenweise hoch. Und dann kann ich mich zwischen Silvester, na genau, ab Silvester ist Krümelchen bei der Oma für eine Woche. Dann habe ich eine Woche lang Zeit und kann noch mehr machen. Ich muss jetzt richtig reintreten, um das hinzukriegen. So, herausfinden, was vor sich geht. Wir gehen mal in die Map. Also wir müssen irgendwo hier hoch und hier lang und dann hui, okay. Keep your wits about you. Da kommen wir nicht hin. Dieses Anwesen muss von einer Explosion oder einer großen Granate beschädigt worden sein. Im Inneren ist immer noch ein Teil des vormaligen Luxus erkennbar. Okay. I always have a backup plan. Okay. Ja. Gruß. Eure Lordschaft, Soldat Camilregias ist bereit, euch vor euer Treffen mit dem Gouverneur zur Befehlszentrale zu eskortieren. Ich muss euch leider berichten, dass der Begrüßungskonvoi in einem Hinterhalt geraten ist und einen schweren Gefecht gegen die Rebellen kritische Verluste erlitten hat. Mit anderen Worten, ich bin der einzige Überlebende, aber auch die Rebellentruppen wurden ausgelöscht. Wir können zur Befehlszentrale aufbrechen. Die Erfolgsquote des hiesigen Militärs, was die Erreichung von Kampfzielen angeht, spricht für eine unterdurchschnittliche Effizienz. Ich werde dem örtlichen Herrscher empfehlen, die Hilfe meiner Bruderschaft anzunehmen, um seine Truppen zu Servitormanipeln abzuwenden. Okay. Jungs. Da kann ich doch gar nicht widerstehen, da muss ich doch machen. Verzeiht eure. Der Soldat richtet sich auf und zupft sein Uniformzeug. Es ist eine neue Uniform. Die Wachen sind in einer schwierigen Lage. Wir bekommen oft einfach zugeteilt, was übrig ist. Und das hat immer noch. Okay, das hat nicht immer dieselbe richtige Größe. Das stinkt. Ihr redet Unsinn, Soldat. Ihr verbergt etwas hinter strahlenden Farben des Glaubens und der Loyalität. Was ist es? Der Soldat schluckt nervös unter den strengen Blick von Cassia. Angst vielleicht. In Zeiten wie diesen. Welche zeigen, ist fertig.
In Zeiten wie diesen Schwäche zeigen ist fertig. Komischer Satz. Und ich bin noch nicht fertig mit meinem Leben. Lyra verzieht das Gesicht, sieht dich an und schüttelt dann den Kopf. Wie konntet ihr lebend entkommen, wenn euer gesamter Konvoi gestorben ist? Was könnt ihr mir über den Aufstand sagen? Genug geredet, gehen wir. Genau. Der Imperator hat mich beschützt, antwortet der Soldat. Voller Überzeugung. Ich bin nicht geflohen, euer Lordschaft, falls ihr das glaubt. Ich stand bis zum Ende an der Seite meines Kommandanten. Ich habe den letzten Rebellen der Bande erschossen und die uns angegriffen haben. Aber leider ist der Captain seinen Wunden erlegen und die anderen waren schon gestorben. Möge der Imperator ihre Seelen in Frieden ruhen lassen. Er verzieht das Gesicht, zieht dich an und schüttet dann den Kopf. Nein. Ich könnte ihm über den Aufstand sagen. Er hat das Undenk. Erst hat der undankbare Pöbel gegen die rechtmäßigen Gouverneur des Planeten rebelliert. Und gegen seine Lordschaft Kaligos Winterzunder. Deren Herrschaft durch den Imperators Gnade. Unsere Herrschaft durch den Imperators Gnade. Okay. Diese Ketzer haben alle einen grauenhaften Tod verdient. Wir werden in Ordnung. Wir werden die Ordnung wiederherstellen. Irgendwas stimmt doch daran nicht. Komm, alle meine Leute sagen. Stinkt. Ja, euer Wirtschaft. Okay. How may I serve the dynasty? Miscalculation. I'm at your service. I know how to take risks. Okay, ich kann nicht mit den Leuten reden. Er lässt uns vorgehen. Etwas Großes und Schweres ist durch den gesamten Bereich der Straße gepflügt. Alter. Du kannst nur raten, was so viel Schaden verursacht haben könnte. Let us not dawdle. Was ist das? Das Tempel, der Tempelturm ist auf den Gehsteig gestürzt und blockiert nun den Weg. Es wird Tage dauern, die Trümmer 6 zu räumen. Always keep your eye on the prize. Ja. Irgendwas stimmt hier nicht. Der Tempeltür gibt nicht nach, möglicherweise sind sie auf der anderen Seite durch Trümmer blockiert. Könnte sein. I always keep my options open. Okay, da können wir nichts machen. Wozu haben wir denn Deckern öffnen? Danke. Wahrscheinlich war es dieses Shuttle, dass das Gebäude gestürzt ist und die Teile der Straße zerstört. Achso, die einfach durchgeflügt. Ja, okay. I have a nose for profit and a taste for adventure. Is there money to be made? Hier stimmt was nicht. Ich sag's immer noch. Überall sind Spuren eines frischen Schlachts zu sehen, darunter auch Leichen in Uniform. I did it. So. Überrest des meines Trupps, wenn wir die Rebellion niedergeschlagen haben, bekommen sie die letzte Ehre, die sie verdient haben. Sie sind in einer rechtschaffenen Schlacht als Soldat gefallen. Das Schlachtfeld sieht sehr verdächtig aus. Die Hälfte eurer Kameraden hat nicht einmal die Gelegenheit, die Waffen zu ziehen. Und auch die Richtung, aus der die Schüsse kamen. Die Angreifer wussten genau, welchen Weg die Truppe nehmen würde. Und wie groß sie sein würde. Der Feind ist klug und gerissen. Vielleicht haben sie uns beobachtet. Ich muss es dem Gouverneur melden. Das ergibt hier echt keinen Sinn gerade. Ich bin auch nur paranoid. Ich schwöre es, eurer Lordschaft.
Ich habe vielleicht aus Unerfahrenheit einiges durcheinander gebracht. Deswegen gibt es Ungereimtheiten. Bitte gehen wir zum Befehlsstand des Gouverneurs. Na, stimmt doch was nicht. Ich muss meinen Befehl ausführen. Wenn wir dort sind, können wir... könnt ihr mich vom Gouverneur überprüfen lassen, wenn ihr möchtet. Ich bin ein treuer Soldat und das ist die Wahrheit. Glaubt ihr nicht, Lord Captain? Blasses Grün trieft aus jedem seiner Worte und ich kenne diese Farbe der Täuschung gut. Ich habe letzte Worte schon einmal für aufrichtig gehalten. So demütig und süß waren sie. In Wahrheit waren sie Gift. Verfluche euch, Abschaum! Aurora wird euch! Verrecke! Ha! Haben wir es doch gewusst? Jetzt ist die Frage, hätten wir das gehabt? Ohne die Navigatoren? Hätten wir diese Dialogoption gehabt? Ich muss unbedingt andere Let's Plays gucken. Rise to the top, or get left in the dust. Mine! Toll. Konnte ja nichts dagegen tun. Ich meine, da konnte ich jetzt gar nichts gegen machen. Keep your wits about you. I always have a backup plan. The Emperor protects. I'll make an example out of you. Crush him! Okay, wie viele Feinde haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5. Die stehen da unten, die sind mir egal. Aber da ist ein Truppler. Wie viel Leben hat ein Truppler? Nur 8. Der hat 26. Warum hat der nur 8? Oh, ein Brandstifter. Der mit einem Flammenwerfer dabei haben oder irgendwas Flammenmäßiges. Na, hier haben wir auch noch einen. Okay, mein Problem ist, wir haben hier keine Deckung. Wir stehen saumäßig weit offen. Ich gehe mal hier hin. Ne, warte, ich gehe da hin. Du gehst, so blöd es klingt, bitte hier in die Ecke. Du gehst bitte hier in die Ecke. Mein Seelenschall geht nach vorne. Dahin. Agenta. Du gehst nach... Hier gibt es ja nichts, ne? Gibt es keine Deckung, dann gehst du nach da. Und mein Techie geht nach da. Was hast du gerade auf dich drauf? Eine alte Verletzung. Ich habe den Flammenwerfer falsch eingeschätzt. Ja, das ist eine Flammenpistole. So, du bist dran. So. Me? If you insist, Lord Captain. Ja. I'm not accustomed to being ordered around. Das spreche ich mal auf dich. Ja, wir brennen halt. Dann haben wir Verbrennungen oder brennen? Wir verbrennen. Das geht bis zum Ende des Kampfes. Okay. Agenta, meine Liebe. Ich brauche dich mal ganz schnell. Du müsstest mir zwei Leute vom Hals schaffen. Ganz vorne weg den Brandstifter.
Dann musste ihm leider... Nee, der muss ganz, ganz dringend weg. Der Brandstifter muss weg. Was bist du da hinten gewesen? Einfacher Rebell. Ah, warte mal. Der nächste. Naja. Könnte man ausschalten, aber den. Der hat ja auch bloß eine Nahkampfwaffe. Also wäre mit der lieber, wenn der weg ist. So. Alle unsere Waffen. Jawohl. Warte. Ja, für dich. Na, der muss weg. Der muss ganz schnell weg. Da muss ich eine Granate rein. Ne, ich habe nur Salvenfeuer, ne? Damit kriege ich den weg. Damit kriege ich ihn auf jeden Fall tot. Wir machen es mal. Ich hoffe, wir treffen. Das hat wehgetan. So, dann. Agenta, du bist. Scheiße, wo ist denn der Brandstifter? Da unten. Nee, warte. Der hat schon, ne? Der hat schon. Den kriegst du. Ist der eine weg, ne? Also egal. Von dir gehen die Verbrennungen runter. Dann einmal das. Meine Psionikerin ist dran. Ne? Pass mal auf, wenn ich dich nach vorne schicke. Und ich auf den eine Kettenblitz mache. Scheiße, treffe ich nicht den da unten. Ja, aber dann könnte ich auch statt den Kettenblitz das da machen. Will do. Ist er zumindest tot. Okay. Dachte, er ist ja jetzt nur geschwächt dadurch. But of course. Er ist schon wieder zu perfekt für den Flammenwerfer. So. Mein lieber Freund. Kriege ich dich da rein bewegt? Nein, kriege ich nicht. Muss ich leider so machen. Wenn ich das mache, kann ich aber nicht mehr schießen, ne? Was ist, wenn ich jetzt dahin sprinte? It will be done. Bin ich ja zumindest so weit in Deckung, in Anführungsstrichen. Augenblicklich sämtliche BBB zurückerlangen. No, genau. Matter the cost. So. Und so. Da ist eine Mine.
Und da ist eine Falle, die ich aktivieren muss. Da komme ich natürlich nicht hin. Aber ich gehe einen nach da. Mach den an. Sie ist dran. Haben wir hier noch irgendwo Feinde? Ja, da den einen. Ich gehe nur nach da. In der Hoffnung, dass der Flammenwerfer nicht ganz so schlimm wird. Nehme mich nochmal einmal ran. So, nimm mich nochmal ran. In der Hoffnung, den da ausschalten zu können. Danke. Dann. Von dem die Verbrennung runter. Ich bleib da stehen, wo ich bin. Weil ich glaube, das da kann ich nicht auf den sprechen, ne? Der ist zu weit weg. Ja. So. Ich bin dran. Sehr gut. I am his will made manifest. Faith without deeds is worthless. Der sollte nur weg. Ich will den Brandstifter loswerden. So, aber mit der 1 kann ich jetzt nichts mehr anfangen, weil ich komme auf die nicht drauf. Und ich krieg das da auch nicht zerstört. Damit ist sie durch. Wer ist dran? Mein Tech Priest geht nach da. Ja. Kannst du das nutzen? Ja. Also das nochmal, bis zum Ende des Zuges des Agenten entfernt der Angreifer einen Verbündeten auch Ausnutzung und verursacht plus 5 Schaden. Nein. So, wer ist dran? Sie. Ich bin dran. Ich gehe am besten auch nach da. Und entferne mir selbst die Verbrennung. Kann ich gar nicht. Schade. Ja, das bringt ja auch nicht. Kann ja keiner laufen. Das hast du schon. Nee, hast du nicht. Meine Maus auf dich. Der nächste. Ich muss halt dahin laufen, ne? Aber du kommst ja auch nicht dahin. Also der Minen. Ja, das verbraucht ja auch meine Bewegung. Follow my lead. Ja. Aber ich habe trotzdem nichts in Sichtweite, ne? Also. Warte mal kurz, ich hätte doch das hier machen können. Und das, achso. Hä? Wieso kann der auf mich schießen, aber ich nicht? Duty prevails. Minenfeld ist aus. Sehr gut. Nein. Oh, ja. Denn Feuer frei. Das klang blutig. Das ist also Matschepatsche.
Sehr gut. As the Emperor commands, I act. Wenn ich nach da gehen würde, kann ich dann schießen. Kriege ich dann Dead Eye. That is not the Emperor's will. Nee, ich kann nur normalen Schuss machen. Ja, dann Feuer frei. Erhöhte Position musst du haben, dann kannst du besser schießen. Wenn der da ist, dann kann der nicht schießen. Gut. Geht trotzdem nach da. Kann ich das nutzen? Kann ich gar nichts machen. Deswegen dachte ich, da gehe. Ich habe noch immer kein Sichtfeld zu denen. Du kannst nach da gehen. Geh lieber nach da. Er kann aber garantiert nach da gehen. Und hat dann ein Schussfeld auf den, oder? Nee? Wieso nicht? Ach, weil ich nur eine Pistole habe, die hat keine Reichweite. Tried and tested tactics are the best ones. It will be done. At your beck and call. Wow. Ach, du bleibst da, wo du bist. Oh, jetzt rennt der noch weiter weg. Guided by faith. Oh. This is unacceptable. Darf ich dann? God, Emperor, bitte? Move through me. Feed the fire in my heart. Bitte? I'll do it. Danke. Geht doch! Was steht denn da? Erfolg wird im Blut gemessen, eurem und dem eurer Feinde. Nett. Let us not dawdle. So, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Your seneschal is always there for you. Müssen wir jetzt alle der Reihe nach aufsammeln anscheinend. Da hinten ist noch einer. So, und jetzt mal gucken, was war denn das hier doch mal? Da kam ich eigentlich dazu, es zu lesen. Rund um den schlafenden Kogitator verstreut liegen Flugblätter und Broschüren, die Leser auffordern, ihr Leben in die Reihen der Astra Militarum in den Dienst des Imperators zu stellen. Ah ja. Das muss ich gucken. Also ich gucke jetzt die Treppe runter.
Meine Leute stehen hier vor der Treppe. Okay, das heißt, hier muss ich nochmal gucken, was da ist, was hier oben ist. So. Okay, war hier noch irgendwo? Nein. Also gehen wir mal hier lang. Beziehungsweise ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angelangt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.